Und wie fühlst du dich jetzt? Sexy, ehrlich gesagt. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas und ich werde heute zu einem Playboy Bunny werden. Ja, und weil ich heute ein Umstyling mache, bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir die Königin der Umstylings und der Kostüme dazu geholt. Melisa! Hey! Ich würde sagen, wir labern einfach gar nicht so weiter vorweg, sondern tauchen einfach direkt ein. Ja, also es orientiert sich an einem Herrn, Ezra Miller heißt der gute Herr. Und der hatte auch gerade ein Playboy-Shooting. Und es war ziemlich hot, ja. Wenn man so möchte. Es war ein bisschen edgy. Ja, einige von euch kennen ihn bestimmt als den Heslon Credence aus Fantastische Tierwesen. Er hat schon ein bisschen eigentlich deine Früh. Was? Möchtest du damit sagen, ich soll Credence cosplayen? Nein, aber ich meine so dann Pony. Kannst du Voldemort cosplayen. Wir kleben dir einfach deine Nase weg. Wir waren shoppen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz das Bild, an dem wir uns orientiert haben. Wir fangen mal mit dem langweiligen Scheiß an. Das Geile kommt zum Schluss, ne? Genau. Wie ihr auf dem Bild unschwer erkennen könnt, trägt er einen weißen Sakko. Da haben wir jetzt den genommen. Ich finde, der sieht cool aus, weil er diesen schwarzen Rand hat. Ja, mehr wie ein Smoking eigentlich. Dann trägt er darunter ein Blumenhemd. Da haben wir jetzt zwei verschiedene rausgesucht. Entweder wir nehmen dieses schwarz-weiße oder das. Dann, ja, ich weiß nicht, hat er ja irgendwie nicht wirklich eine Hose an? Schlüppi. Ich weiß nicht, ich war mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Deswegen habe ich mir jetzt einfach so eine schwarze Boxershorts gekauft. Wenn du das so dran hältst und so dran riechst und du sagst, ich habe eine schwarze Boxershorts. Ich habe mir die geklaut von meinem Freund. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass man auch nicht zu viel sieht und das Video wirklich als FSK 12 durchgeht, habe ich mir noch eine zweite direkt geholt. Dann kann ich die nämlich übereinander einziehen, dann bleibt der Schwanz auch da, wo er sein soll. Ja. Dann trägt er eine Netzstrumpfhose. Ich habe halt einfach so 6 gekauft. Ich war also 6? Die oder die oder die, ja keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, das sind alles so mit verschiedenen... Ah, verschiedene Stärken. Das ist ja clever. Wir haben ganz grob, ganz klein und so mittel. Okay, wir haben uns für das entschieden. Tschüss! Die nehme ich. Danke. Gut. Und das Allerwichtigste Lustigste. Oh ja. Leute, macht euch gefasst, Mann. Das war auf jeden Fall spaßig, die rauszusuchen. Ja, wir waren kurz einkaufen und wir haben ursprünglich überlegt, okay, wollen wir all in gehen und gehen in so einen Fetischladen, wo wir auf jeden Fall welche in Größe 43 bekommen. Aber dann dachten wir, okay, du ziehst sie ja privat vielleicht nicht an. Ja, das Ding ist halt, wenn du sie aus dem Fetischladen kaufst, sind sie halt 5-mal so teuer. Mindestens. Das sind jetzt halt solche Billo-Dinger, die mir auch schön 2 Nummern zu klein sind. Aber ich dachte mir so, wenn schon, denn schon so, ne? Wenn ich schon mal solche Schuhe trage, will ich auch das Full-Erlebnis von, oh mein Gott, haben. Dann habe ich mir natürlich noch gedacht, weil ich will ja akkurat sein. Ezra Miller hat ja dunkle Haare, deswegen habe ich mir hier so ein Color Hairspray besorgt und damit machen wir als erstes gleich meine Haare dunkel. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Krimskrams gekauft, ne, weil Playboy, Bench und Dench, haben wir noch so ein paar süße Ohren und... Schwänzchen. Und dann... Was hat dich geritten, das zu bestellen? Ich weiß nicht, ich war halt so online unterwegs, ne, und habe halt nach so Netzscheiße, Playboy, irgendwas gesucht. Und dann fand ich das hier. Guys. Was ist das? Das ist oben. Ich glaube, es ist halt offen, ne? Ich glaube, so Ass und ja. Dick sind halt out. I want to break free. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Transformation. So, people, jetzt geht's los. Hier muss man auf irgendwas achten. Wir da mal Zebra hinhalten? Von meinem Kopf? Ein Küchentuch, ja. Ist vielleicht besser, ne? Ja, okay, Moment. Das ist der Grund, warum ich sowas nicht alleine mache, weil ich einfach dumm wie Brot bin und ich locker nachher einfach hier oben mein halber Kopf auch schwarz wäre. Thanks, girl. Geht das oder soll ich vorne machen? Ja. Okay. Man möchte ruhig mal die Haare färben können. Diese Sprays sind immer so kacke, finde ich. Sie hat gesagt, das ist für die. Ja, für Lungenkrebs. Das ist halt wirklich so, ich habe gerade richtig die Brise eingeatmet und so. Ich bin auch so klein, weil sie mich gar nicht. Ich bin aber literally so nur im Ohr. Mein Gott. Boah, gefühlt verliere ich gerade 10 Jahre meines Lebens durch die Verpestung meiner Lunge. Meinst du, davon wird man lustig, wenn man das so einatmet, zu viel? Ja. Wenn man dann so benebelt wird im Kopf, ich weiß ja nicht. Hä? Läuft bei uns, oder? Ja. Und was sagt ihr, Leute? Team blond oder Team schwarze Haare bei mir? Ja. So, das haben wir jetzt. Haare sind done. Das heißt, ich würde mir jetzt einfach mal schnell... Alles anziehen. ...die Sachen überziehen.
Und dann gucken wir mal, wie es aussieht gleich, ha? Music! Yes! Hier ist die Shorts, das Hemd. Und jetzt kommt das, wo ich schon so ein bisschen, mal gucken, wie das wird. So, Leute, ey. Warte. Nein, erst auf die Hand ziehen. Ach so. Und deine Socken aus. Oh, ich bin überfordert, okay, erst mal Socken aus. Oh Gott, ich komme mir vor wie bei so Webcam-Sex, wo ich Leute für sowas bezahle, weil ich hinter der Kamera stehe und ich nur so. Ich glaube, das ist the most naked I've ever been in a video. Und jetzt? Und jetzt? Mit dem Fuß rein. Nee, du ziehst es so drüber. Mann. Hä? Strumpfhosen an zum 101. Ach so, wie so eine Socke, oder was? Ja, es ist doch nur wie eine große Socke, die man oben zusammengenäht hat. Ja. Boah, Leute, ey, ich fühle mich aber schon direkt fetisch, ne? Da wirst du eine ganz neue Community mit ansprechen mit diesem Video. Crazy shit, Alter. Mama, ich hoffe, du bist noch immer stolz auf mich. Ja, aber wie meinst du jetzt auf der anderen Seite? Das ist ja jetzt richtig stressig. Ja, so ist das, Frau zu sein. Das ist einfach richtig stressig. Oh Gott, was ist das? Leute, was mach ich denn hier? Hä, bist du überhaupt richtig drin mit dem Fuß? Hier ist doch noch voll viel Sachen. Hey, ist es doch schon zu Ende, oder nicht? Wow, okay, hier wirklich noch. Immer rein da! Oh Gott, wie so ein Schinken eben. Sorry. Rude? Guck mein Bein an und sag, na, sieht ja aus wie ein fetter Schinken. Ich mag doch Schinken. Okay, es war ein Kompliment. So, was sagst du? Ja. Jetzt kommt der zweite Schlüppi drüber. Hä, aber es ist schon jetzt schon wieder Vibes, oder? Voll. Das noch oben drüber. Von hier oben so richtig so der, na, Süße. Und dann so. Ich bin die Süße. Warte, jetzt kommt noch das hier. Das Krasseste. Wir wenigstens mal zwei Schritte damit laufen, weil dafür habe ich dir ja besorgt. Okay, jetzt geht's ab. Au! Yo! Als ob. Passt doch, wie angegossen. Voll. Kein Shade an die Firma, die diese Schuhe gemacht hat, aber die fühlen sich so hart billig verarbeitet an. Hä? Geht voll klar. Ich bin jetzt halt 8 Meter groß. Melissa, komm mal her. Ich wollte gerade sagen. Denn schon. Gut, also das Outfit steht jetzt soweit. Boah, ich merke, wie mir die Dings hier aufreißen. Wir machen jetzt auch ein bisschen Make-up, damit es auch genau diesem Look entspricht. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ja. Das ist halt echt voll die Kamerasau. So. Er ist ja tatsächlich auch noch ein bisschen geschminkt. Er hat so ein bisschen Gloss drauf. Eure Schminkbox war jetzt nicht so riesig. Aber ich habe Lipgloss und ein bisschen roten Lippenstift bei. Okay. Bist du bereit? Ja, das ist sogar eine gute Marke, weil die nämlich frei von Tierversuchen sind. Exakt. Nochmal. Mehr. Boah, anstrengend. Gut. Ja? Ready. Digga, halt meine Beine schon ein bisschen. So, Leute. Und wir haben uns gedacht, es wäre ja eigentlich ein bisschen zu schade, sich einmal nur zu verkleiden. Und deswegen gehen wir jetzt ins Fotostudio. Yeah. Und machen einfach fette professionelle Fotos in diesem Look. Gut, ich glaube, das wird geil. Das ist das Beste. Ich würde den Kalender sofort kaufen. Wow, danke. Ja. Ja, dann sehen wir uns im Studio. 3, 2, ja, die Oma auf der Straße hat gesagt, du bist von den Chippendales. Sie war auf jeden Fall überzeugt, du bist ein Stripper und sie möchte dich gerne engagieren. Ja, da kann man noch ein bisschen üben. Deswegen auch mit Fotos. Genau. Die so lang ist. Ja, du musst jetzt mal ein Model sein und dich richtig zusammenreißen. Genau. Sonst gibt's leider kein Foto für dich. Wie gefällt's dir bisher? Ja, mega funny. Und richtig coole Bilder. Ich glaube, das rockt schon.
Wie fühlst du dich jetzt? Sexy, ehrlich gesagt. Sehr gut. Nee, aber ey, das hat schon echt Spaß gemacht. Wir zeigen euch jetzt hier mal die Fotos. Ich werde wahrscheinlich später noch einzelne davon auf Instagram hochladen. Es war crazy. Also heute Morgen war ich noch richtig aufgeregt, dachte so, oh fuck, wie wird das? Aber jetzt bin ich schon happy, also dass wir es gemacht haben. Du warst auch irgendwann richtig sassy da unten. Du warst so, ja, mit deinem Schuh. Ich war schon im Modus irgendwann, ne? Ja, voll. Ich hab's dann schon gefühlt. Aber ich denke wirklich, bei solchen Sachen, und das ist halt auch das Geile an Ezra Miller, du musst es halt own, weil sonst sieht's peinlich aus. Du musst dich dann selber zwingen, da selbstbewusst zu sein, sonst sieht's aus wie, ey, was macht er denn? Ja, aber das Ding ist auch, ich finde, so ein Shooting ist auch einfach so ein krasser Confidence-Boost, weil du bist auf einmal so krass, so gut kann ich aussehen. Ist es nicht Sonntagmorgen? Immer? Wow! Ja, stimmt halt wirklich. Also mir gefällt wirklich in den Fotos dieser Kontrast von oben halt ziemlich männlich und dann halt zu der Netzstrumpfhose mit den hohen Schuhen und so. Und eigentlich hätte ich, also ich meine, es ist ja nicht das, was ich sonst anziehe. Aber ich finde es einfach cool und das hat mir auch für dieses Video Spaß gemacht, weil ich das, was Ezra Miller macht, dass er so Geschlechter in Fashion einfach fickt, so. Das finde ich unterstützenswert und ich finde das cool, dass wir es machen. Ja, zieht einfach an, was ihr wollt. Scheiß auf die anderen. Ist so! Und ey, wenn ich in so einer Netzdings rumlaufen kann. Fun Fact. Es ist an der gleichen Stelle gerissen, wie bei Ezra Miller auf den Fotos. Wir haben extra reingezoomt. Ich war so, hä, ist doch die gleiche Stelle. Ja, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Das war richtig, richtig cool. Schaut auf jeden Fall jetzt auch bei Melissa vorbei, denn da haben wir auch ein richtig funny Video zusammen gedreht. Wir haben die Ugly Christmas Sweater Challenge gemacht und man kann sich das mal angucken. Gut, und dann, ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ein Daumen hoch für seine hohen Schuhe und die Netzstrumpfhose. Fuck Gender Roads und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Bye bye!